Alex, deine ehemaligen Kollegen können dieses Jahr nicht gegen dich oder die Augsburger Panther gewinnen. Dreimal gegen Wolfsburg gewonnen, heute wieder eine knappe Kiste. Ja, wir sind natürlich uns bewusst, dass es wieder eine harte Nummer wird. Am Anfang haben wir die ersten 10 Minuten ein bisschen verschlafen, haben 2, 3 Fehler gemacht, das haben die eiskalt ausgenutzt, aber wir sind dann wieder besser ins Spiel gekommen und haben dann Kontrolle über das Spiel übernommen. Also man hat schon gemerkt, Sie sind deutlich motiviert nach 2 Niederlagen gegen euch aus der Kabine gekommen, vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht, aber ihr habt deren Elan dann gebrochen. Ja, wie schon gesagt, wir haben am Anfang ein bisschen nur durch individuelle Fehler da die 2 Tore hergeben und ab da haben wir dann, wie gesagt, die Kontrolle übernommen und haben über 60 Minuten das Spiel dann ja, fast kontrolliert, würde ich sagen. Aber Kompliment, wie ruhig ihr nach dem 0-2 geblieben seid. Ja, wir wussten, dass wir, wenn wir weiterspielen, da hier das noch rumreißen können. Also das war uns bewusst. Von daher haben wir einfach auf unsere Stärken bedacht und dann am Schluss immer belohnt worden. Das klingt aber tatsächlich ein bisschen so, als ob du gar nicht so überrascht bist, dass ihr so weit da oben drin steht. Nein, ich meine, wir haben eine super Truppe zusammen dieses Jahr und jeder kennt für jeden. Man hat es jetzt gesehen, auch wenn es ein bisschen ruppiger wird, stellt jeder für sich jeden ein. Und von daher ja, ist es keine Überraschung. Das ist aber auch nötig, dass ihr zueinander haltet. Wieder so ein Spiel wie gegen Iserlohn, wo 2 Spieler während des Spiels gehen mussten. Gegen Iserlohn waren es 3. Ja. Wenn Mike Davis nicht so durchgehalten hätte mit blutender Nase, wären 3 Spieler out gewesen während des. Ja, wir haben es ja schon gegen Iserlohn bewiesen, dass wir, wenn wir auch mit weniger Leute antreten, da trotzdem noch genug Power haben, das Spiel rumzureißen. Und das zeichnet uns aus. Wir arbeiten jeden Tag hart an unserer Fitness und von daher sind wir belohnt worden. Sebastian. Insgesamt aber auch eine Wahnsinnssituation. Ich kann mich nicht erinnern, dass Augsburg mal auch während dieser Phase der Saison ein positives Torverhältnis hatte. Also Abwehr und Sturm, Wahnsinn. Ja, so funktioniert es nur. Also wenn nur eine Sache funktioniert, dann steht man nicht oben. Dann müssen schon alle Sachen stimmen, dass wir hier oben mitspielen und es passt soweit. Wenn die DEL das jetzt nicht so hoch sanktionieren würde dieses Jahr, müssten wir spätestens heute über die Schiedsrichter reden, oder? Ich meine, es war ein hitziges Spiel. Die sind auch nur Menschen. Ich weiß nicht, wir haben Glück gehabt, die haben ein bisschen Pech gehabt vielleicht mit einigen Entscheidungen, aber im Großen und Ganzen braucht man sich da nicht irgendwie da zu arg fokussieren, weil ändern können wir das eh nicht. Ist es tatsächlich so, ich habe manchmal das Gefühl, er schaltet so in verschiedenen Modis während des Spiels. Wenn es beim Meistergehob geht, ist er vom Gegner abhängig, aber so, dass ihr mal richtig weit nach vorne geht, manchmal euch aber auch zurückzieht. Ist das so? Gibt es da eine Ansage? Ja, klar, der Trainer hat da immer seine taktischen Anweisungen und die befolgt man natürlich. Und ja, es funktioniert dieses Jahr gut, wenn wir mal vorchecken oder mal ein bisschen ruhiger bleiben. Und wie gesagt, jeder hält sich dran und deswegen gewinnen wir auch. Kann man dann wie so im letzten Drittel, als ja der Druck nochmal aufkam, dann auch trotz Druck Kräfte schon in das Spielen durch so eine Taktik? Ja, ich würde nicht sagen, dass wir immer ein bisschen passiver spielen, dass es nicht mehr anstrengend ist als sonst auch, aber wir müssen natürlich dann den Druck standhalten, dürfen nicht so vorchecken, das ist klar, aber am Schluss haben sich wieder jeder in die Schüsse geschmissen und geblockt, von daher ist ein großes Lob an die Mannschaft. Das dürfen wir heute nicht vergessen, du hast ja das wichtige 1-2 geschossen gegen die ehemaligen Kollegen, besonders süß, oder? Ja, klar kenne ich noch einen Haufen Leute da und ich bin noch gut befreundet mit einigen mehr, mit anderen weniger. Aber wie gesagt, ein Tor ist immer schön und gegen die Ex-Kollegen freut es mich natürlich mehr. Gut, dann nochmal weitere Tore auch gegen die Nicht-Ex-Kollegen und gute Fahrt nach Schwenningen. Danke. Fabio, spielt eine tolle Saison, aber gegen die Augsburger Panther zum dritten Mal nicht geklappt. Woran lag es heute deiner Meinung nach? Ja, ich sag, gegen Augsburg muss man einfach 60 Minuten da sein, nicht nur 40 oder 30. Das ist jedes Mal, dass wir eigentlich ein Drittel verschlafen und wenn du dann eigentlich nur hinterher rennst, wird schwierig. Und im letzten Drittel sind einfach viel zu viele Strafen gefallen. Egal, ob es welche waren oder ob es keine waren, es geht einfach nicht. Und wenn du dann mal 10 Minuten Unterzahl spielst, obwohl du ein Tor hinten bist, wird es halt einfach schwierig. Wir sind dann nochmal zurückgekommen heute und ja, ist halt dann schade, dass man Unterzahl dann nochmal das 4-3 kriegt. Ihr seid relativ schnell 2-0 in Führung gegangen. Die Extra-Motivation nach 2 Niederlagen gegen Augsburg war deutlich bemerkbar. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben uns auch vorgenommen, einen guten Start hinzulegen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen und haben dann das erste Drittel gewonnen. Aber wie gesagt, das ist halt dann, wenn du das zweite Drittel verschläfst, dann wird es übel bestraft. Und das ist heute passiert. Ihr habt
dann 3-2 den Rückstand kassiert. Ihr habt dann eine Weile gebraucht, euren Rhythmus wiederzufinden, eure Sicherheit wiederzufinden. Dann habt ihr eine große Strafe gut überstanden. Eigentlich doch gute Zeichen. Ja, das auf jeden Fall. Ich sag, das war super von den Jungs. Alle haben sich wieder in die Schüsse geworfen. Birdie war super, haben da die 5 Minuten überstanden, sind dann auch zum 3-3 Ausgleich gekommen, aber dann sind halt wieder Strafen gefallen und so wird auch dann der Rhythmus unterbrochen und dann haben wir es 4-3 gekriegt und sind leider nicht mehr rangekommen. Jetzt haben wir erst die Hälfte der Saison, vielleicht ein bisschen weit in die Zukunft geblickt, aber die Augsburger Panther wollte nicht in den Playoffs, oder? Ehrlich gesagt, da denke ich bis jetzt noch gar nicht dran. Ich sage, das wird's. Wir müssen einfach so weiterspielen, wie wir es die letzten Spiele gemacht haben. Der Weg ist gut und ich glaube, dann kriegen wir es auch mit Augsburg gebacken. Aber wie gesagt, Playoffs ist noch ein weiter Weg, deswegen mal schauen. Vielleicht nur einen Blick. Das ganze Spiel hat 2 Stunden 40 Minuten gedauert, war dann sehr zerfahren, sehr diskussionsreich. Wenn die DEL das nicht so hoch sanktionieren würde, müsste man heute über die Schiedsrichter reden, oder? Ja, das ist immer so ein Thema. Jeder regt sich auf, aber passieren tut nichts. Und egal, ob es Strafen sind oder nicht, es ist einfach keine klare Linie da von den Schiedsrichtern. Und das ist einfach, glaube ich, nicht gut. Aber das ist, wie gesagt, das müssen andere entscheiden und nicht die Spieler oder sonst wer. Das liegt an der Liga. Dann vielen Dank für die Zeit. Eine Chance habt ihr noch gegen Augsburg. Vielleicht klappt es dann. Danke sehr. Danke. Ja, danke.